Herzlich willkommen bei der Rap-Loser von mir, für euch, meine Damen und Herren. Heute schauen wir einen Vorschlag von Nico Paul an. Freakso, Pokémon-Karten. Ich kenne den Track schon. Sehr gut. Zu gut. Unten, also nicht unter meinem Video, unter dem Video, was wir jetzt angucken, ist ein gratis Download-Link zu dem Song Pokémon-Karten. Auch ein Link zu seiner Kein-Kunstwerk-EP. Man kann die EP gratis downloaden. Das sind, glaube ich, 6 Songs drauf. Jetzt halt die Schnauze, Discord. Ich habe gedacht, ich habe ausgemacht. Ich glaube, 6 Songs. Ich glaube, Indie ist nochmal neu interpretiert worden. Vom Beat her, etc. Das sind sogar 7. Ich weiß es nicht mehr. Es ist schon jahrelang her. Der Song ist auch, warte, ich kann mal kurz gucken, 2015 rausgekommen. Und vorher kam ja die Kein-Kunstwerk-EP. Ich habe mir den natürlich gleich geholt und habe mir die reingezogen. Oft, sehr oft, wie diesen Track, wie die anderen Tracks, die er rausgebracht hat. Freak so. Ich habe auch auf seinen Let's Play-Kanal auch angeschaut. Aktiv. Das ist jetzt kein Scheiß, was ich erzähle. So, deswegen kenne ich den Song schon. Mal gucken, ob ich es noch einigermaßen hinkriege von den Lyrics. Alter, Scheiße. Produziert ist das Ding von King Oderzu. Ich hoffe, es habe es richtig ausgesprochen. Also, Freakso, was ist los mit deinem Pokémon-Karten? Erzähl uns die Story, okay? Gleich geht's los. Wir sind schon lange Freunde, schon seit dem Kindergarten. An unserer Treue gibt es auch nichts zu hinterfragen. Alle, die uns sahen, sagten, wir sind unzertrennlich. Wollte wer was mit mir machen, warst du unumgänglich. Bei uns. So, jetzt kommt der Beat langsam in Stimmung. Dann kommt wieder mal bam, bam. Richtig nice. Also, es wird jetzt immer gesteigert. Vom Beat her. Ich habe gar nicht mehr gewusst, dass hier die Lyrics dastehen. Also jeder, der mitlesen will, kann das gerne machen. Gab es eigentlich nur Reden und kein Streit. Scheißegal, welche Themen, unsere Thesen waren gleich. Auch in Kackzeiten war dank dir mein Leben immer leicht. Und ich weiß, das beruht bei uns auf Gegenseitigkeit. Hey. Yeah. Wollte ich einen Satz sagen, wusstest du ihn schon. An manchen Tagen hielt man uns für ein und dieselbe Person. Wir haben alles geteilt, was mein war, war dein klar. Über geile Zeit bis zu diesem einem Tag, an dem... Oh fuck, was ist an dem Tag passiert? Freakso, erzähl uns dein Leiden, Kleines. Hast du mir eine Pokémon-Karte geklaut? Ich habe Millionen von Jahren gebraucht, um sie aus einem Booster zu ziehen. So schnell kann man einen Bruder verlieren. Du hast meine Poké-Karte, wie konntest du mich nur so verraten? Wir waren mal Besties, doch das ist lange vorbei. Du hast es verkackt. Ich style ab. Ich style. Ach, diese kleinen Gags, diese kleinen Wanten. Ich style ab. Poesie von Freakso 2015. Ah, nur 2 Jahre her ist das Ding. Scheiße, wie die Zeit vergeht. Alter Schwede. 2 Jahre ist das Ding her. Fuck. So kann's gehen, Alter. So kann's gehen. Was soll ich dazu sagen? Ein kompletter Fun-Track. Der hatte auch einen Pokémon-Freak-Song rausgebracht. Wegen dem Pokémon-Go-Hype. Komplettes Fun-Ding. Aber man muss echt zugeben, Freak so musikalisch as fuck. Er hat auch ein paar ernste Songs gemacht. Okay. Auf der Kein-Kunstwerk-EP ist zum Beispiel ein Song, wo der quasi Messi ist und sein Müll, den er in seiner Wohnung hat, versucht, den aufzufressen. Ich glaub, ich habe es so ungefähr wiedergegeben, aber da sind auch ernsthafte Dinger dabei auf der EP. Kann ich jedem empfehlen, geht auf den Kanal, geht auf den Link, den ich in die Infobox packe, wenn ihr den Herrn unterstützen wollt. Da ist ein Link, da könnt ihr den spenden und dann kriegt ihr die Kunstwerk-EP. Also ihr bezahlt quasi einen Teil
und unterstützt dabei Freakso und King Oderzu, der dem alles produziert hat. Oder halt für die Gönnung pur könnt ihr euch das Ding kostenlos, ich sage kostenlos downloaden. Wie dem Song, wie ein paar andere Songs von Freakso, gehört einfach unterstützt, meiner Meinung nach. Auch wenn er über 300.000 Abonnenten hat, WTF. Ihr könnt auch seine Serie Pokémon Spasti angucken. Ich habe jetzt gerade gesehen, der hat eine neue angefangen. Pokémon Ralphie. Deswegen, ich habe es mir alle reingezogen. Wirklich, ich habe mir wirklich alles reingezogen. Sehr unterhaltsam. Kann ich nur empfehlen für welche, die Zeit haben und aufs was stehen halt. Na, da geht's. Ein Ab, direkt in dein Sammelheft. Ich hoffe, es ist wasserfest, weil ich es jetzt in Flammen steck. Setz dich unter Vollnarkose, leg dich ins Solarium. In der Zwischenzeit frisst meine Katze dein Aquarium. Auf, scheiß drauf, wir machen eine Goldini-Suppe. Für mein Zobili-Cut ist das nur eine Übungsstunde. Wie du merkst. Also, warte. Die 20 Sekunden, ihr wisst Bescheid. Merkst, bin ich ein ganz klein bisschen wütend, Junge. Schnapp mir deine Freundin und verpasst dir eine Hydro-Pumpe. Du hast mir eine Pokémon-Karte geritten. Bitch. Einfach ohne zu fragen im Slip. Versteckt bin ich nicht korrekt. Und ich frag mich, wie kann es sein, dass du dich nicht schämst? Oh Mann! So, für mehr Songs hier klicken. Warte mal, kurz das Ding zu machen. Ups, das sollte eigentlich nicht im Video kommen. Ich will eigentlich schon das hier wegmachen. Ich hab's schon gemerkt. Ich hab's noch drauf. Backup-Rapper, Freakso. Ich bin dabei. Du hast mir eine Pokémon-Karte geklaut. Ich habe Millionen von Jahren gebraucht, um sie aus einem Booster zu ziehen. So schnell kann man einen Bruder verlieren. Oh Mann. Du hast meine Poké-Poké-Karte. Wie konntest du mich nur so verraten? Wir waren mal Besties, doch das ist lange vorbei. Du hast es verkackt. Ich hab deine Pokémon. Achso, jetzt kommt die Stelle. Das, also jetzt wird gesungen im Outro, das ist Freakso und King Oderzu. Steht unten in der Infobox. Also jetzt nicht meiner, sondern bei Freakso Pokémon-Karten. Wird natürlich nochmal ein bisschen rübergelunzt, bevor ich Video mache, beziehungsweise auch in die Kommentare. Muss einfach sein. Karte nicht, doch du hast sie. Karte nicht, doch du bist. Alter, glaub mir halt nicht. Leck mich, du hast meine Pokémon-Karte. Ich sagte doch, ich hab sie nicht. Ich sagte doch, ich hab sie nicht. Ich sagte doch, ich hab sie nicht. Kleiner als drei. Fick dich! Ich hab dich trotzdem lieb. Ah, ich merke schon diese Hassliebe, die versprüht. Also wird versprüht. Ich hab sie nicht. Ich sagte doch, ich hab sie nicht. Fick dich. Wir hoffen, euch hat der Song gefallen. Schickt diese Lied an euren Pokémon-Karten. Achso, schickt dieses Lied an euren Pokémon-Karten-Bro. Bewerten aber wäre wie immer mega fit. Gratis Download und mitwirken der in der Videobeschreibung. Hier steht's aus, nochmal, gratis Download. Wisst Bescheid, einfach Gönnung pur. Genau, puh, Alter. Wie gesagt, Freakso, wenn du einen Backup-Rapper brauchst für einen Auftritt oder so, ich bin am Start. Meine Rap-Skills waren on fleek, gerade in dem Moment. Ich glaube, das hat man gar nicht gehört. Oder ich bin halt in dem Endeffekt lauter als der Song gewesen. Egal. Ist halt ein Fun-Ding gewesen, der hat auch Halloween-Song rausgebracht, also so ein Halloween-Special etc. Ich glaube, Freakso hat auf der Kein Kunstwerk EP erstmal der Song, der zu ihm interpretiert wird, ist glaube ich Kein Kunstwerk.
So die normale Version und ich glaube so eine Rock-Version, glaube ich. Dann war auf dem EP noch, ich glaube der Song Träume. Da gibt es dazu ein Video auf, glaube auf den YouTube-Kanal von Freakso. Das sind die Fanarts. Da hatte der irgendwie eine E-Mail-Adresse, da könnten Fans Fanarts schicken und die hat er dann in dem Video mit verarbeitet. Also er konnte wahrscheinlich nicht alle reinmachen, aber die meisten. Sagen wir so, wenn einer, also King Paul, also Nico Paul, ich hoffe, ich habe den Namen jetzt richtig ausgesprochen, Alter. Nico Paul, doch, Hirsch. Wenn du sagst und andere noch sagen, wir können von Freakso kein Kunstwerk von der EP, ich glaube, das sind drei Videos draußen, also Animationsvideos. Falls ihr Bock drauf habt, können wir das gerne machen. Ich bin da komplett, ich bin offen für alles. Ihr wisst Bescheid. Können wir das gerne machen? Ihr müsst halt nur in die Kommentare schreiben. Falls dir der Song gefällt, geht auf den, also Freakso, auf den Link von mir. Holt euch das Ding, holt euch auch kein Kunstwerk-EP. Hört rein. In dem Ding steckt eine Menge Arbeit. In der EP jetzt. Da sind, ich glaube, ein, zwei Songs drauf, die sind nicht so stark, aber der Rest, warte mal, ich glaube, die Neuinterpretation von Kein Kunstwerk ist nicht, meiner Meinung nach nicht so gut gelungen wie das Original und ich glaube, da war noch ein Song. Aber sonst, jeder Song auf der EP, nice. Ihr könnt das Ding kostenlos, ich sag's nochmal, kostenlos ziehen. Also gönnt euch das Ding. Falls ihr noch Bock habt, noch mehrere Songs von Freakso unter die Lupe zu nehmen, beziehungsweise anzugucken von uns. Also wir gucken zusammen. Können wir das machen? Ihr müsst einfach nur in die Kommentare schreiben. Meinung, Kritik, Vorschläge in die Kommentare. Wie gesagt, der Link zu dem Musikvideo unten in der Infobox. Der Link zu dem Kanal von Freakso unten in der Infobox. Social Media Plattform von mir unten in der Infobox. Ich habe schon wieder viel zu viel geredet, deswegen sage ich an der Stelle, haut rein und macht irgendwas Sinnvolles.